Hallo und herzlich willkommen bei My Time at Porsche. Ja, wir sind hier immer noch bei der Grillparty. Oh, hat sich nicht viel getan. Aber wir haben jetzt hier den Grill fertig. Ich weiß nicht, wozu man einen Wassertank braucht, nicht baut. Ich soll den nicht so vor mich hernuscheln. Ich leg mal das Glas hier ab. Dann haben wir ja noch die Lebensmittelkiste. Da können wir das ablegen. Wir wollten noch Raupi sammeln, weil wir sollen noch angeln. Heute machen wir da einfach mal mit rein. Also das passt ja in die Lebensmittelkiste eigentlich. Aber das, ja, lasse ich einfach mal mit drin. Das lasse ich einfach mal alles mit drinne. Weil die Apfelringe kann man ja auch gut gebrauchen. Guck mal, die Ausdauer und so, das stellt einfach alles wieder ein bisschen her. Dann sind wir wieder ein bisschen fitter. Genauso wie mit der Schlangenbeere. Ja, Raupis brauchen wir. Ich bin nur zu geizig, um Raupis zu kaufen, bin ich ehrlich. Oh. Gerostetes Fleisch. Ja, mal gucken, ne? So, dafür brauchen wir Steinziegel. Steinziegel und Holzbrett. Das ist kein Problem. Haben wir ja alles hier schon fertig. Holzbrett. Steinziegel. So. Guck. Ja, was gibt es Schwereres, ne? Also. Hey? Holz- und Steinkiste? Was machen die Raubis? Ah, so, ja. Ja, stimmt, wir haben ja nur getauscht. So. Machen wir die mal dorthin. Ja, ich weiß nicht, wozu ich den Wassertank brauche. Ich stelle den einfach mal hier vorne hin. Kann ich den nicht kann den nicht abstellen. Das ist ja jetzt ärgerlich, ne? Haben wir das so fleißig gebaut und brauchen den nicht. Na gut, dann legen wir den mal ab. Auch gut. Hier können wir auch noch nichts weiter bauen. Guck mal, eine klassische Angelrute. Bronzerohr. Filterkokon. Ein Garnstahlbarren. Na, das haben wir auch noch nicht gefunden. Ein Fotoalbum. Wandermausmaske. Flauschiger Anhänger. Schmuckkästchen. Sonnenbrille. Regenschirm. Schultertasche. Talisman. Na, das hatten wir ja aber vorher schon. Kapuzenpulli. Staubwedel, warum? Warum kann ich das bauen? Aus welchen Gründen? Naja, egal. Wir müssen hier erstmal wieder nach Raupis gucken. Bitte Raupis. Eine Raupis. Sehr schön. Und hier bitte noch eine Raupi. Nein. Ja, dann halt nicht. Da sind noch Kräuter und Schlangenbeeren. Sehr schön. Ich glaube, was ist das? Kann ich das auch ernten? Oh ja, kann ich auch ernten. Pflanzenfasern, aber das bringt mir nicht viel. Ja. Dann gehen wir mal schnell angeln. Das haben wir ja auch noch nicht gemacht. Und guck mal, er ist auch wieder am Angelplatz. So, eh. Guck, wenn der Fisch anbeißt, klicke mit der linken Maustaste, um die Schnur einzuholen.
Sonst schwimmt der Fisch davon. Sobald ein Fisch anbeißt, erscheint das Ausrufungszeichen. Kannst du Fisch fangen, indem du den Distanzmesser auf 0 herunterbringst. Aha. Der rote Kreis zeigt die Schnurspannung an. Erreicht dieser die Größe der Blase, reißt die Schnur und der Fisch kann entkommen. Bewegt die Maus bzw. den Joystick nach links und oder rechts. Ach, um die Angelrute zu steuern und die Blase über den Fisch zu halten. Wenn der Winkel zu groß ist, wird die Spannungsanzeige zu groß. Ist die Blase über oder nahe dem Fisch, nimmt die Spannung ab. Drücke die linke Maustaste bzw. um den Fisch einzuholen. Die Spannung wird langsam zunehmen. Wenn die Angelrute rot wird, wird die Spannung schnell zunehmen. Wenn die Schnurspannung das Limit erreicht, schwimmt der Fisch weg. Ja, ich bin gespannt. Wir machen das einfach mal. Also, Also. Ach, aber nur ein Seeteufel. Schön. Ah, na. Da ist er. Und schon wieder nur ein Seeteufel. Das wird bestimmt auch nur ein Seeteufel werden. Das ist ja jetzt nicht so toll, ne? Angle ich denn die ganze Zeit mit dem gleichen Köder? Hoffe ich. Das könnte vielleicht was anderes werden. Ja! Den brauchen wir für unsere Quest. Ich hoffe, wir brauchen nur einen. Aber den können wir auf jeden Fall auch grillen. Ja, guck. Wir angeln eben nicht die ganze Zeit mit dem gleichen Köder. So. Dann müssen wir mal gucken, wo wir die Quest abgeben können. Ja, wenn ich das jetzt noch wüsste. Naja, also klar, ich weiß jetzt noch, wer... Steht auch den ganzen Tag da und starrt auf dieses Plakat, ne? So findest du die Katze auch nicht. So eine Katze. Das ist nur. Ne, es ist ein Hund, ne? Das ist ein Hund. So findest du den Hund auch nicht. Oh, leider nichts fertig. Schade. Da ist er doch. Fish stew tonight. Yeah. Oh, ich brauchte sogar zwei. Schön. Könnte ich die anderen denn hier verkaufen vielleicht? Kann ich. Oh, das bringt sogar schön Geld. Oh, Angeln bringt ja richtig Geld. Ach so. Ach so. Wenn das so ist. Aber er hat keine Raupis. Und wir haben ja die ganzen blöden Raupis verkauft. Wir waren ja so schlau. Ja, die brauchen wir ja nicht. Da ist Tobi doch. Der den Korb auf das Dach geworfen hat. Tobi doch. Nein, nein. Das möchte ich nicht. Ich möchte gucken, wie es dir geht. Nicht so gut. So. Hier kann das rein. Lebensmittel kann das rein. Ach, guck, ich kann das auch einfach rüber. Klicken. So, hätte ich das mal vorher gewusst. Da kann das rein. Und da kann das rein. So. Da haben wir wieder Ordnung in den Taschen. Das finde ich gut. Ja, aber was... Achso, die... Stimmt, den Stromgenerator brauchen wir. Die auswechselbare Batterie. Ja, ich...
Hühner hier die ganze Zeit rum. Dabei brauchen wir das. Eine Feder. Wie bauen wir eine Feder? Ja. Guck mal an. Schleiflinge? Nee, das brauchen wir nicht. Holz auf das Hartholz. Wir brauchen eine Feder. Ja, Leute. Eine Feder. Ist auch schick. Mhm. Ups. Gebaut. Hier habe ich ja soweit schon geguckt. Ich mache wie eine Feder. Hier? Nein. Hier? Nein. Da wird keinen Sinn machen. Energiestein, Bronze, Bahn, Marmor, das ist nicht das Problem. Aber die Feder. Wo kriege ich die Feder her? Vielleicht muss ich das mal... Feder. Ach so. Ach so, die kann ich nicht bauen. Die muss ich so finden. Das ist gut zu wissen. Marmor brauche ich. Das ist kein Problem. Marmor habe ich. Ich möchte erstmal nochmal schnell den Schreibtisch da platzieren. Den machen wir mal hier hin. Ach, auch da kann ich Dinge platzieren. Cool. Feder, Feder, Feder. Haben wir ja. Energiesteine. Die ist bei den Ruinen in der Kiste. Oh, das tut weh. Naja. Was macht man nicht alles? Bronze waren 8 Stück. Wie ist sind denn da? Habe ich auch mehr als genug? Man arbeitet ja vor. Und dann haben wir es alles. Außer die Feder. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. So, Lebensmittel, da müssen wir halt nichts reinmachen, aber da müssen wir, hier müssen wir Dinge reintun. Und in den Ruinen, da müssen wir, da habe ich auch keine Feder gefunden. Sonst hätte ich die ja hier in der Ruinenkiste. Nee, 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 nee. Fehlt nur 2x Feder. Ja, dann müssen wir nochmal in die Ruinen. Aber diesmal gehen wir, glaube ich, in die gefahrenvolle Ruine. Bestätigen. Haben wir genug Geld? Das weiß ich nicht, oder? Ja? Oh, das könnte knapp werden. Mal gucken. Mal gucken. Weil ich glaube, in der gefahrenvollen Ruine, da findet man einfach mal ein bisschen mehr. Und ein bisschen bessere Schichten. Das ist auch so ein Standard-Sound, ne? Das quietschende Tor. So, ich habe mir den Weg gemerkt. Was kostet das? 300. Ach so, das geht ja noch. Machen wir einfach mal. Ich hoffe, ich habe mein Schwert mit. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Weil die heißt gefahrenvolle Ruine, glaube ich, ne? Yay. So. Blaue Steinchen, ne? Waren das noch? Achso.
jedes Mal, wenn ich hier reingehe, ne? Okay. Ich hätte mir was zu essen mitnehmen können und sollen. Naja, egal. Haben wir jetzt nicht. Mein Garnerz. Oh, schön. Feder! Eine Feder! Ja, sehr schön. Das klappt ja. Habt ihr uns belauscht? Was wir brauchen? Erde? Schaltkreise? Okay. Ich sag ja, hier finden wir, glaube ich, ein bisschen mehr. So. Da kriegen wir auch mal ein Garnerz nochmal wieder. Interessant. Das werden wir garantiert nämlich auch noch brauchen. Ja, das war auch wieder Satz mit X und so. Oh, ich finde das noch voll. Eisenerz, Zinnerz, Blei. Schön, schön, schön. Oh, schönen Energiestein, das ist sehr gut. Die haben wir ja gerade ausgegeben, unsere Energiesteine. Fast alle. Außer einen. Na gut, aber das ist ja auch unsere Quest, ne? Was sollen wir tun? Schmiermittel. Okay. Ich glaube, wir brauchen nachher sogar noch eine Ruinkiste 2. Ich glaube, wir finden da eine ganze Menge. Weil es wird garantiert nicht die letzte Ruine sein, die wir erkunden müssen. Das ist hier in dem Spiel eine sehr wichtige Rolle. Eine Feder! Also gut, wir können das Ding bauen, sehr schön. Aber ich möchte trotzdem noch ein bisschen erkunden. So. Oh, Fußabdruck. Der in der Luft schwebt. Der schwebende Fußabdruck. Ah. Alte Teile. Sehr schön. Ach so. Ah, jetzt. Jetzt. Da. So. Soldat mit Axt, okay. Ja, und die ganzen Relikte, die müssen wir auch noch fertigstellen. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich kann mir es aber vorstellen, dass man die nur in den einzelnen Minen fertigstellen kann. Dass man das tatsächlich suchen muss. Ich weiß nicht. Dass man da wirklich mehrmals runtertauchen muss. Um wirklich alle Teile dann zu finden. Für ein Relikt sozusagen. So, hier ist noch was. Das ist ja schon so ein bisschen. Also, das finde ich tatsächlich entspannend. Aber das wird bestimmt auch noch interessant werden. Was ist das? Soldat mit Klinge, okay. Und was? Nö. Ich weiß, bei der Switch, da hatte ich das mal. Da war unter diesem Startpunkt war ein Punkt. Und da habe ich mich regelmäßig festgebackt. Und dann kam ich da nicht mehr raus. Und war ich enttäuscht. Und das war die Story. Ja, ich war halt enttäuscht, dass man den Punkt nicht gekriegt hat und weiß ich nicht. War doof.
So. Aber hier habe ich jetzt noch keinen Punkt unter dem Startpunkt gesehen. Vielleicht haben sie das ja ausgebessert. Musste ich nämlich immer so lange warten, bis der Tag beendet war. Weil dann kommt man automatisch ins Bett. Und das war manchmal sehr lange. Wenn du morgens gleich nach dem Aufstehen in die Mine rein bist. Ja. So, jetzt ist es sehr schön. Oh, Eulenuhr. Sehr schön, wir kriegen Zinn und Bleierz und Eisenerz. Oh, schön, schön, schön. Eigentlich müssen wir die Ader hier weiter ausschlachten, hätte ich fast gesagt. Aber. Tja. Ich bin jetzt eher auf Reliktjagd. Schaltkreise. Ja. Jetzt finde ich nichts mehr. Also ich meine direkt wirklich hier so unter. Ne? Und dann kam ich da nicht mehr raus. Und den Punkt habe ich auch nicht gefunden. Das kommt noch hinzu. Erschwerend. Das heißt, ich habe nie herausgefunden, was sich hinter diesem Punkt verborgen hat. So. Hier werden wir nochmal ein bisschen fündig. Noch einer. Der ist ja eigentlich ein Ticken weiter hier in unserem schon gebuddelten Loch. Moment, eigentlich möchte ich hier das Blaue noch ein bisschen weiter aufholen. Naja. Ja, gib mir das hier. Danke. Oh, eine Waschmaschine. So. Ja, nö. Wo ist denn der andere Punkt hin? Oder habe ich den aus Versehen auch schon mit eingesammelt? Hm. Nee. Da! Yay! Punkt gefunden! So. Dann haben wir hier jetzt noch den Punkt. Und dann haben wir auch schon nicht mehr viel Energie. Ich glaube, den schaffen wir noch. So. Ach, der Fisch, der hat uns das eingebracht, dass wir jetzt hier buddeln können, ne? Beziehungsweise die Fische. Wir müssen echt auf Raupenjagd gehen. Ups. Ah, vielleicht schaffe ich noch einen. So, hier noch einer. Weil anscheinend bringen Fische tatsächlich Geld. Jetzt sollte ich häufiger angeln gehen. Habe ich nicht gedacht, aber tja.
So. Na. Ja, fliegen muss man auch können, ne? Ja, und wir haben jetzt bestimmt auch schon wieder mitten in der Nacht. Weil ich recht spät, ja, siehst du, weil ich recht spät in die Mine gegangen bin. Das heißt, wir können uns auch schon gleich schlafen legen. Ich wollte jetzt schon wieder das Jackpad aktivieren. Wenn man das so spielt. Ist das ungewohnt, wenn man auf einmal kein Jetpack mehr hat? So, ich habe gefunden. Ach so, hier die Batterie. Die setzt hier nicht die Batterie her, sondern die Feder. Die setze ich noch mal schnell ein. Oh, ja, aber wenn wir das Inventar nicht erweitert hätten, ne? Dann wäre es auch echt knapp geworden. So, das ist ja scheißegal, wo ich das immer. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wo ich das hinmachen muss. Welche Höhle eigentlich? Ach so, ich glaube dort hinten in die Höhle, ne? Status überprüfen. Oh, die ist sehr wütend. Das ist immer nicht so niedlich. Die sehen immer so, oh, die sehen immer so wütend aus dann. Ich glaube, die sollen unglücklich aussehen, aber die sehen wütend aus einfach. So. Aber wir platzieren nächste Folge die Batterie. Wir schnacken mit Gail. Also ich nehme es mir auf jeden Fall vor. Mal gucken, was da passiert. Wegen den Schuldeneintreibern. Ich bin der Meinung, das kann so nicht sein. Irgendwas ist der faul. Und dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss. Und ab ins Bett.